kennenlernen. Da war irgendwie so eine Instrumentenfrage, Instrumentenkunde. In was ist die Harfe gestimmt? Habe ich das in Cis? Tess? Ja, eine Künstlerin aus New York. Die Harfenspielerin. Es sollten noch mehr kommen zur Musikschule Kern. Na, weil sie ist da und sie beherrscht das Instrument. Und sie hat auch Schüler mitgebracht. Und vielleicht gibt es da eine Möglichkeit, da finden wir vielleicht ein paar. Ne? Und kaum merklich, zaubert hier die Kamera der Wechsel von der Musikschülerin, von der Lehrerin zur Musikschülerin. Ja, Sie sehen es, liebe Zuschauer, was für eine Bandbreite bei der Musikschule Kern in Zweibrücken, der Chef. Und ich wusste gar nicht, dass es so schön klingen kann. Bin ich einfach nicht gewohnt. Die griechischen Götter. Ja, ständig um meine Ohren zu haben. Ich danke Ihnen vielmals. Und ich danke euch beiden ganz herzlich. Ich hoffe nur, dass wir hier in der Musikschule Kern irgendwann wirklich eine tolle Hafen, eine ganz große Hafenklasse kriegen, weil wenn das der Anfang ist, dann tue ich alles. Ich würde mich riesig freuen, wenn das irgendwie Hand und Fuß kriegt weiter. Also nochmal bitte Applaus für die drei und vor allem für die... Ja, liebe Zuschauer, und wir wollen die Musikschule Kern auch unterstützen bei ihrem Bestreben, eine Musikakademie in Zweibrücken in der Region zu werden. Bitte noch kurze Beiträge.
Ja, liebe Zuschauer, soweit zum Ausklang. Das war schon ein Erlebnis. 12 Jahre Musikschule Kern. Herzliche Gratulation und vielleicht können wir das eine oder andere noch zusammen machen. Bis dann. Ja, liebe Zuschauer, das war 12 Jahre Musikschule Kern. Den Titel können wir ruhig stehen lassen, dafür ist er da. Aber, liebe Zuschauer, es war ein Erlebnis. Nur, wir haben so wenig Zeit, dass wir nicht viele Worte verlieren wollen.